Jetzt mir einer sozusagen ins Gesicht sagen und Ja, kein dann. Problem. Ich würde es dir ins Gesicht sagen, habe ich schon mal gemacht. Da habe ich kein Problem gehabt. Drei Muslime vor mir. Dreimal so groß wie ich. Habe ich kein Aber wie viel Problem. war? Was Also, wie viel habt ihr jetzt war? davon, wenn ich das in euer Gesicht sage? Ändert sich jetzt die Sachlage Aber oder wie? hast du das ein Video daraus gemacht oder wie? Nein, ich war alleine. Ich war auf meiner Arbeit und da waren drei Muslime. Einer breite nach den anderen. Und dann haben die gesagt, was hast du über Mohammed gesagt mit Aisha? Ist ja, die hat's. Mohammed hatte SEX mit Aisha, obwohl sie 9 Jahre alt war und keine Menstruation Hast dann hatte. auch das Wort gesagt, was du zu mir gerade gesagt hast? Ja, pädophil. Das ist pädophil, ja. Was hat er gesagt? Ja, die wollte mit mir Sache machen, wie typisch Muslime halt, ne, schlagen. Ist ja klar. Aber ein Christ wehrt sich nicht. Denn ein Christ liebt seine Feinde. Das ist der Unterschied. Ihr Er habt wollte Hass, sich wir haben schlagen, Liebe. aber hat es dann sein gelassen und hat gesagt, ja, okay, alles Er hat gut. es nicht gemacht, weil er war auf Arbeit. Er hatte Angst gehabt, seinen Job zu verlieren. Aber das sollst du ja öffentlich, so draußen irgendwo, wo Ja, keiner. draußen, mache ich auch draußen, ist auch kein Problem. Ja, aber Ja. was hat Was das denn willst du jetzt machen? Willst du damit? jetzt, nein, warte, warte, Bruder. Willst du mich dann schlagen? Okay, dann schlag mich. Hast du jetzt was davon? Hat das jetzt die Sachlage des Islams dann geändert? Wo? Trotzdem ist Mohammed ein Pädophil, hat sich nicht geändert. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich dich schlagen werde. Ja, nee, ist ja nur so, ich will, dass du es mir im Gesicht sagst. Du brauchst es Ich würde nur nicht. halt, Das, also da, Wort du ist ja willst nicht mich mal streicheln, ne? ausgesprochen. Ich würde dann halt mit dir intensiver reden dann, ne? Du brauchst es noch nicht mal Ah. auszusprechen. Sobald du das liest, da bist du schon alles klar. Keiner kann sowas verteidigen, es sei denn, du Dann bist wirklich ich mit dir bösartig. ein intensives Bösartig. Gespräch führen, weil das, was wir jetzt hier gerade, ist ein virtuelles und so würden wir halt dann ein intensives Gespräch führen. Wir würden dann Ah, zusammen singen. intensives Gespräch. Hi Ach so, ho, verstehe. hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. Dann singen wir zusammen, alle zusammen. Das ist so ein intensives Gespräch. Das sind dann intensive Gespräche für ihn, indem wir dann schunkeln und munkeln Wir kuscheln so gegenseitig. Wir nehmen uns so einen Arm und reden dabei. Bis an so ein Ohr wird dann rein. sehr, sehr Leute, kuschelig. ganz ehrlich, ob wir das jetzt persönlich machen oder ob ich dir die Quellen so zeige oder jetzt der Bruder Amir in dem Falle, es ändert ja jetzt nicht die Texte, also die Buchstaben ändern sich ja nicht. Habe ich ja gesagt. Dasselbe Message. Dasselbe Message, Pädophilie. Ja. Schreibe. Hast du jetzt was getan, Abdullah, wenn du mich jetzt kaputt geschlagen hättest? Oder hat sich da was geändert? Sind deine Quellen, ist jetzt anders? Steht jetzt auf einmal Aisha war 20? Nein. Nein. Du hast mich dann Nein. geschlagen? Okay, dann hast du mich geschlagen. Hat das jetzt deinen Seelenfrieden gebracht? Ja, doch, Nein. pro Ohrfeige geht immer ein Jahr hoch von Eichers Alter in den Texten. Nein, 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 also. Doch, 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 doch. Das wird bestimmt so werden. Verteil doch keine Irrlehre, Risa. Ach so. Verteilen. Abuloki. Abdullah, weißt du, guck mal, obwohl du mir diese Sätze sagst, weißt du, was ich dir sage? Ich liebe dich Love trotzdem. Weißt du warum? Ich möchte, dass du im Paradies gehst, wenn du den Herrn Jesus Christus heute sogar ihn annimmst. Das ist der Unterschied. Ich will dich im Paradies sehen, dich und deine ganze Familie. Wenn die heute noch Amen. sogar den Herrn Jesus annehmen und von neuem geboren werden. Ich mache das nicht Du hast aus doch alles schon Langeweile, ich kaputt mache gemacht das, mit damit ihr das Pädophilie. Wort Gottes hört. Du hast doch schon mit dem Wort Pädophil schon alles kaputt gemacht. Ja, wie ich hatte damit alles kaputt. Was ist das denn? Wie soll ich das nennen? Ja, einfach gar nichts dazu sagen. Gar nichts, dann bist du auf der sicheren Seite. Einfach gar Am nichts. besten, du sagst, du machst das Stream beenden, dann bist du Superboy, du bist ein Sag Superman. doch, was du willst, aber sag nicht pädophil oder sowas. Das finde ich nicht schön. Das ist kein schönes Wort, ne? Okay, Es ist ein Wort von den. Mohammed Es hat ist. sein PE in S, ne, in Aisha links Nein, eingedrungen, guck mal, jetzt bist du zu weit. obwohl sie Jetzt nicht, benutzt nein, du. obwohl sie Nein. nicht die Guck mal, Menstruation hatte. das ist auch Besser? nicht christlich, was du gerade sagst. Nein, nee, ist so eine Tatsache, die Stelle. Hat der Das Geschlechtsverkehr mit ist, dir gehabt nein, oder nicht? aber du benutzt Begriffe, vielleicht sind hier auch Kinder oder so, das mag ich nicht. Ach so, warte, warte, warte. Da will er Warte, ey, Kinder was ist schützen das denn für vor eine sexuellen Moralie? Handlungen. Da will er Kinder schützen plötzlich. Da will er auf einmal schützen, wenn man diese Wörter so, ne? Aber Ja, diese wenn man in Wörter, ein Kind eindringt, dann ist das sagt wieder man was aber nicht. anderes. So, es geht Was ist darum, das dass denn? man diese Wörter nicht sagt. Ach so, Aber es aber macht. machen. Machen ist Aber machen okay, ist aber sagen ist egal. schlimm. Das Machen Also ist so, seht ihr, sag meine doch. lieben Kinder, Ohren zu. Wenn einer kommt mit so einem Bart, ne, mit schönen 13 weißen Härchen, so eine breite Brust und sagt, ich hatte einen Traum. Ne, immer So, Ohren zu. Er darf ihn nicht eindringen, aber mach mich nicht mal nochmal erzählen. hoch. Mach mich nochmal groß. Wahnsinn, Restivator. was ist das Guck dir hier, das ey? mal bitte an, Restivator, warte. Ja, hier siehst du Junge, dann ich das hole dich schöne gleich Bild. hoch, Aber es Junge. ist das Mach dich Letzte, weil ich ruhig, muss auch bitte. wirklich raus.
Okay, der letzte. Das allerletzte jetzt. Das letzte. Mein letzter Kampf von Amir jetzt. Das ist geil. Mein letzter Kampf. Bruce Amir. Amir Bruce. Bruce Amir. Hey. Guckt euch das bitte an. Macht einen Screenshot. Sonan Ibn Majah 33:24. Guck mal, was hier steht. My mother was trying to fatten me up when she wanted to send me to the messenger of Allah. Guck mal, die Mutter von Aisha hat sie versucht durch das Mästen. Die hat die gemästet. Mästen, ja genau, mästet, damit sie so mehr Fleisch an ihrer Dings hat, an ihrem Körper. Damit sie das überlebt. Aus, ja, genau. When she got married, but nothing worked. Also nichts hat funktioniert, bis ich Dings bekommen habe. Cucumbers, Gurken mit Datteln. Gurken und Datteln. Then I was plump, like the best kind of plump. Guck dir diesen Haufen an. Das ist das Krankeste. Kukumbas? Bitte was? Kukumba, ist das Kukumba oder was ist das? Cucumbers, das ist Gurke. Gurke. Okay. Guck dir das bitte an. Gurken mit Datteln hat sie gegessen und dann. Die musste das Kind mästen, weil sie das Kind gesehen hat und den Mohammed angeguckt hat. Die Mutter hatte Angst um das Überleben des Kindes, natürlich. Genau. Die hat gedacht, jetzt muss man die so schnell wie möglich mästen, größer machen, damit die halt ein bisschen Fleisch auf den Rippen hat, damit die das alles überlebt als kleines Kind. Ja. Abdullah, jetzt Hand aufs Herz. Wie kannst du das mit deinem Herz vereinbaren? Und guck mal hier, der Hadith ist sahih. Guck dir das mal bitte an. Das ist korrekt. Natürlich ist sahih. Wie kannst du das jetzt vereinbaren, Abdullah? Oh, und du hast doch einen Menschenverstand. Das ist bei uns normal, dass dann die Frau. Wie das normal? Das ist wieder normal. Gemessen wird. Bei uns? Das ist doch nicht mehr, ehrlich. Ich rede mit Wenden. Das ist normal. Die Kinder einzudringen ist normal. Das ist normal, die auch zu messen und dann einzudringen. Auch normal. Bei uns Muslime, wenn du eine Tochter hast, die dünn ist und sie will heiraten, dann wird sie etwas mehr gefüttert, ja. Ach, ja, damit der andere ein bisschen mehr eindringen kann, ne? Ohne Probleme. Ey, komm. Abdullah. Nein, allgemein. Merkst du, was der Islam mit Gehirn macht? Der hat eine Gehirnwäsche. Der hat eine richtige Gehirnwäsche. Den kriegst du nicht mehr. Oder den gefällt das. Eins von beiden. Der hat eine Gehirnwäsche oder ihn gefällt das. Eins von beiden muss das ja sein. Das gefällt einfach nur auszuweichen. Das gefällt dir? Warte, warte. Hast du gesagt, das gefällt dir? Ja. Ja. Ja, du versuchst da nur auszuweichen. Ey, was ist das denn, ey? Den gefällt das. Ja. Ja, und jetzt? Was soll man dazu sagen? Dann ist ja, das so. Ja. Mit in Kinder einzudringen gefällt dir. Von meiner Religion. Ich bin überzeugt von meiner Religion. Du nicht? Ja, Kinder einzudringen, sowas muss dann ich dir noch eine Million Sachen zeigen. Ja, siehst du, dann kann ich dir noch eine Million Sachen zeigen. Der wird dann nicht. Nee, der sagt, er steht dazu. Nee, ist Amir. So, dann, ja, okay, der sagt, das doch erledigt. Das ist krank und abartig. Ne? Das ist wirklich Frage, das Gestörteste, was ich hier höre. Eure Religion überzeugt. Vom Herrn Jesus Christus. Von den Herrn Jesus Christus, der hat uns überzeugt. Genau. Weißt du, von was ich überzeugt bin, und meine Geschwister? Vom Herrn Jesus Christus, der da nicht ein kleines Kind angefasst hat und der Matthäus 18 gesagt hat, wehe euch, die ihr Kinder anfasst und zur Sünde verleitet. Es wäre besser, dass ein Mühlenstein um euer Hals gelegt wird und ihr ins tiefste Meer versunken werdet. Matthäus 18. Und der Mohammed, wenn er eines Tages dann zum Gericht dann aufersteht, so wie wir alle anderen, wir werden dann zur Seite gelegt, zur Errettung, und er und die gesamte Muslime und die gesamte Welt wird dann gerichtet werden. Und ganz besonders dann auch Mohammed. Heftig, ne? Weil er dieses kleine Kind angefasst hat, auch mit unter anderem. Das Wort, was ich geredet habe, wird ihn richten. Am Tage der Auferstehung. Ja. Also hast du deine Religion nur gewechselt, weil du halt dieses westliches Leben mit... Nein, ich habe doch tausendmal, das sind eine von Millionen von Gewissen. Gott hat uns ein Gewissen gegeben, dass wir zum Beispiel nicht einen Grashopper vergewaltigen. Das hat mit Westlichen nichts zu tun. Hallo, wach auf, was sagst du da für Sachen? Es gibt gewisse Dinge, die sind von jedem Menschen in sein Gewissen hineingelegt, die man nicht tut. Von Grashopfer? Was ist Abdullah, das? Du hast doch selber eine Tochter. Willst du, dass es mit deiner Tochter passiert? Was denn? Ja, wie was denn? Dass man irgendwie eindringt als ohne Menstruation. Mit 6 und mit 9, wie sie, so alt wie sie ist. Heutzutage ist es schwierig, einen richtigen Muslim zu finden.
Also nein, wir sagen, wir sagen, da ist jetzt ein Muslim. Ja, du und dann würde ich das akzeptieren. Es ist schwierig, einen richtigen Shisha-Euro-Muslim zu finden. Da hast du recht. Einen richtigen Shisha-Euro-Muslim, den findest du nicht überall. Da hast du recht, ja. Okay. Hier sind ja nur Shisha, fast, also zu 80% würde ich sagen, sind hier alle Shisha-Muslims. Ja, gut, aber wenn ein Richtiger kommt, dann würdest du deine 6-jährige Tochter geben, damit er die heiratet. Wie bitte? Wenn ein richtiger Muslim kommt, dann würdest du deine Tochter hingeben. Wie deine Tochter? Ja, du hast eine Tochter, dann musst du es ihr doch geben, wenn ein richtiger Muslim kommt. Wenn ein richtiger Muslim kommt? Ja, ein Mohammed 2.0, genau so, der nimmt ihn als den besten Vorbild und macht genau alles. Das Fingerlutschen, alles Mögliche dabei. Der macht genau das, was die Sunna ist. Das Fingerlutschen. Alles dabei. Ja, der Mohammed hat doch gesagt, ihr dürft den Teller nicht einfach so wegtun. Ihr müsst den Teller lecken, ablecken, weil ihr nicht wisst, in welcher Portion die Segnung ist. Und darüber hinaus dürft ihr euren Finger nicht abwischen, sondern lecken und oder ihn lecken lassen von jemand anderem. Sahih al-Bukhari 5456. Der Prophet Mohammed sagte, wenn du isst, wische deine Finger, wische deine Hände nicht ab, bis du sie geleckt hast oder von jemand anderem geleckt hast. Also ich esse immer mit Finger, wo ist das Problem? Ja, aber du musst auch die Finger anderer Brüder. Die Finger von deinen Sahaba-Freunden alle ablecken und die deine. Ich kann ja meine ablecken. Nein, du musst auch deine ablecken. Du weißt nicht, wo Allahs Segen ist. Ihr wisst nicht, wo Mohammeds Segen ist, deswegen müsst ihr euch am Tisch drumherum gegenseitig die Finger lecken, die Teller und das Besteck. Also auch von deinen Tischnachbarn. In dem Sinne solltest du dann auch die Gabel, die er benutzt hat, ablenken, weil irgendwo könnte Mohammeds, glaube ich, war Mohammeds Segen, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Allahs Segen. Allahs Segen. Wische deine Hände nicht ab, bis du sie geleckt hast. Oder sie lecken lässt. So, aber ich mache das doch von mir selber, verstehe ich jetzt nicht. Das ist eigentlich, ein Mensch, der mit Finger isst, der macht das doch. Du legst doch die andere Finger. Ist okay, egal. Jetzt bleiben wir bei dem Thema. Nein, ist schon okay. Er will es nicht einsehen, ist okay. Wir bleiben jetzt bei dem Thema. Du gibst deine Tochter einen richtigen Muslim ab. Fabios, das ist doch alle, guck mal. Er macht es doch mit Absicht. Er selber weiß es. Er versucht, diesen Sachen zu umgehen, indem er dann halt ein bisschen anders redet. Und dann stellt er sich extra ein bisschen doof in dem Sinne, damit er halt nicht darauf antworten muss. Oder das ist Zeitverschwendung. Du musst mich beleidigen. Hallo. Das ist wirklich Zeitverschwendung. Er hat sich doch nicht beleidigt. Du musst mich doch nicht beleidigen. Das ist auch nicht christlich, doof und so weiter und sowas. Ich habe gedacht, du stellst dich mit Absicht doof. Ja, sowas. Guck mal, warte. Beleidigung. Wenn du mich beleidigst. Mit doof und so. Mach das lieber, sag das zu deiner eigenen Familie, aber sag das nicht zu mir. Ja. Warte, nein, sag nichts dazu. Sag nichts, Becho. Sag nichts. Nein, Abdullah, es ist okay. Es ist okay. Du siehst jetzt so, als wenn man das Wort doof sagt, ist es ja schlimm, okay? Aber wenn ein richtiger Muslim in deine Tochter eindringt, ne, bei der Heirat, das ist okay. Nein, das ist nicht schlimm. Dann, okay, verstehe, wie deine Logik. Ich hab's verstanden. Wenn es doch extra so gibt, Anjo. Du willst es nicht einsehen, es ist auch okay. Aber wenn du eines Tages vor Gericht stehst, ne, wegen Pädophilie, hast du deine Antwort, ne? Ich habe keine Angst. Ja, dann brauchst du keine Angst. Ich weiß, dass du keine Angst hast. Also, ich habe keine Angst vor Nicht-Muslimen, das sage ich dir sofort. Ich habe gar keine Angst. Ich hätte mir das mit dir gar nicht so lange gegeben, weil man schon verstanden hat, warum du das so redest und dich so gibst. Das hast du mit Absicht gemacht, weil du gerne diesen Fragen irgendwie einen Ausweg finden willst. Aber das hat leider nicht geklappt. Der Chat hat es verstanden, wir sowieso. Aber wie ist das zum Beispiel, wenn ich euch... Du kannst nicht beantworten, es tut mir echt leid, das bringt nichts. Wie ist das, wenn ich mit euch über die Bibel rede oder über das Alte Testament? Antworten wir ja, gerne, ist doch kein Problem. Sag ich alles Amen dazu, ist kein Problem. Da haben wir nichts zu verstecken, ich bin nicht du. Wir reden okay, nicht drumherum. Dann sag mal mir, wie verstehst du Hosea? Hosea 1, Vers 2. Ja, mit dass Hosea eine Prostituierte heiraten musste, richtig? Hure heiraten soll, richtig? Und macht euch HS-Kinder. So, jetzt hören wir zu, die Geschichte von Hosea. Ne? Da muss man die Weisheit auch verstehen. Ne? Der Herr hat den Propheten... Nicht, ja. Hör doch jetzt zu. Du hast gefragt, jetzt musst du hören. Ja, hörst du jetzt zu oder willst du die Antwort nicht hören? So, wie es da steht, ne? Nicht mit ist doch kein Problem. Hm. Also, Gott hat den Propheten Hosea befohlen, eine Hure zu heiraten. Mhm. Na? So, dann hat der Prophet Hosea es gemacht. Und der hat sie geheiratet und drei Kinder mit ihr gemacht. Die drei Kinder hatten bestimmte Namen.
Der erste Name war Gott Seth. Auch für Hebräisch hört sich das natürlich anders an. Aber der erste Name ist Gott Seth. Der zweite Name ist nicht Begnadigte. Der dritte Name ist nicht mein Volk. Das hat aber was damit zu tun, weil Israel in dem Moment wieder Götzendienerei begangen hat, weil die sich so einem Gott Baal zugewandt hat und den Opferdienst begangen hat. Also hat Gott dann ein Gericht quasi für Israel dann bestimmt. Ja, Gott hat dann gesagt, Israel ist nicht mehr mein Volk. Dann hat Gott dann noch gesagt, die sind nicht begnadigt, aber Gott seht. Gott seht heißt, er legt einen Samen. Und der Samen ist der Prophet Hosea. Das hat er in Israel getan, damit die das Wort Gottes wieder hören und umkehren. Israel wurde wieder wie immer gezüchtigt, aber die sollen umkehren. Na? Und dann wurde es auch so getan, weil wenn wir Hosea Kapitel 2 lesen, steht da drin, dass Gott sagte, ich möchte zu meinem Volk sagen, es ist wieder mein Volk, und ich möchte zu den Nichtbegnadigten sagen, die sollen meine Erbarmen bekommen, also meine komplette Barmherzigkeit. Und das sollte er prophezeien, ne, und weissagen. Und nicht nur das, wenn man die Weisheit noch sogar versteht, sieht man die Weisheit dahinter, dass Prophet Hosea Gott repräsentiert, diese Hure die repräsentiert wir überhaupt. Menschen. Genau, so als Heiden. Israel, ne? Genau, Israel ist immer wieder abtrünnig geworden und hat mit anderen Göttern rumgeholt, sagt immer Gott dazu. Genau. Also Götzendienst wird mit Hurerei gleichgesetzt. Also, wie wenn eine Frau fremd geht ihrem Ehemann. Alle Christen, die eine Atheistin heiraten oder einen Moslem, sind für euch Huren. Nein, die war doch gläubig, die hat nur Unzucht begangen. Du brauchst nicht so dreckig lachen. Pädophilie ist, komm mal, mein Freund, du brauchst ja nicht dreckig lachen. Pädophilie ist ein ganz großes Thema hier in Deutschland. Ganz großes Problem. Da musst du so Gedanken machen. Ey. Mach mich mal wieder groß. Ich möchte dem Risk-Evader etwas zeigen. Risk-Evader, Schippe, guck mal, wer wahrlich die Sonne deines Propheten praktiziert. Achtung, guck dir das mal an. Jetzt gehst du kaputt. Jetzt ist vorbei. Guck dir das mal bitte an. Schau dir das mal an, was die Muslime machen, die Mohammed ernst nehmen. Jetzt guck mal, wie die Covid-19 hier rumspreaden. Du musst wieder Kamera wieder rum und will mich drauf antworten. Man sieht nicht, Armin, du musst Kamera an, ja jetzt. Jetzt. Guckt euch das an. Ja, das sind richtige Sunniten. Guck mal, was die machen. Die lecken jeden Finger, siehst du? Weil ihr nicht wisst, in welcher Portion die Segnung liegt. Guck mal. Die nehmen Mohammed ernst. Ach, das sind doch Sufis, Digga. Das sind Sunnis. Sufis. Das steht in Sahih Bukhari. Guck mal, der leckt jeden einzelnen verdammten Löffel ab. Ja. Jeder Teller von den ganzen Leuten, guck mal. Sehr hygienisch. Wie heißt das, Video? Fact Fiction, Muslims licking Utensils. Wahnsinn. Aber Abdullah, du kennst doch diesen Isam Bayam, ne? Der doch immer sagt, keep smiling is Sunnah. Hast du bestimmt gesehen, oder? Ja, was mit dem? Genau. Der sagt immer, also wenn man lächelt, ist das Sunna. Und Sunna ist auch das, was Mohammed und so, ne, getan hat und so weiter. Mhm. Und deswegen sage ich hier, Suck Fingers ist Sunna. Das ist auch Sunna. Genau, verstehst du es jetzt? Suck Fingers ist Sunna. Lutschfinger, das ist Sunna. Du siehst, dass der Mohammed sowas angeordnet hat. Du gehst doch nicht hin in eine Feier und dann fängst du auf einmal an zu sagen, ey Leute, eure Teller weg. Warte, ich muss noch erstmal die Teller ablecken, weil wir wissen nicht, in welcher Portion die Segnung liegt. Willst du mich veräppeln oder was? Nein, wie gesagt, ich esse ja mit Finger und das mache ich mit meinen. Würdest du das machen, was Mohammed gesagt hat, Mann? Ich mache das ja. Ich leck doch meine Finger. Wo ist das Problem jetzt? Nein, er sagt, du musst erstmal den Teller ablecken, weil du nicht weißt, in welcher Portion die Segnung liegt. Unter anderem noch den Finger ablecken oder ihn lecken lassen von jemand anderem, also den Mund von jemand anderem reinstecken. Weil es kann sein, dass zum Beispiel dein Nachbar sagt, es eventuell ist der Segen Allahs in deinem Finger. Gib her, ich bin gut. Aber ihr interpretiert das doch. Warte, Was wir interpretieren? Was haben wir ja gerade gesehen? Dein Bruder im Glauben unbedingt den Segen haben von Allah und sagt, gib deinen Mittelfinger her. Jeder Moslem ist normalerweise mit den Händen. Johannes Evangelium.
Also wenn wir von richtigen warte, Muslimen Maria, reden, warte, warte. Dann, Amir, mach weiter, Bruder. Warte, ja, bitte, warte, warte, ich muss kurz raus. Wenn wir von richtigen Muslimen reden, jeder den Herrn Jesus ist Christus. Mit den Händen. Jesus Christus ist Gott, Amen. Wer mich sieht, sieht auch. Ich wollte dich jetzt nicht deswegen raus. Ich wollte, weil der Bruder Reza geredet hat, aber Jesus ist Gott, das sage ich auf jeden Fall Amen dazu. Bitte nicht falsch verstehen, weil man muss einen hören, sonst versteht man ja nichts, was man sagt. Nicht böse annehmen. Jeder Muslim ist mit den Händen und logischerweise leckst das ab. Es ist einfach so. Oder die Finger von den anderen ablecken, steht da in dem Hadith. Genau. Ja, wenn du das nicht lecken willst, deine eigene, ja. Wenn du nicht deine eigene... Nein, weil du nicht weißt, wo der Segen ist. Musst du versuchen, alle Mittelfinger von den ich Leuten... Ich doch gerade... Guck mal, das ist jetzt nicht korrekt von euch. Ich habe gerade jetzt von Pavlos seine Interpretation respektiert. Habe ich irgendwie mich jetzt da irgendwie gegengewehrt, so, das stimmt doch gar nicht und so. Gut, ich respektiere das. Und gut, war das also respektieren, als du gelacht hast? War das respektabel? Warte, Abdullah, hast du mich respektiert, wo ich Hosea gerade hier zitiert habe und die komplette Interpretation rausgehauen habe? Hast du nicht Respekt, du hast sogar drüber gelacht und das ist was ganz Normales und was Richtiges. Ja, wenn es um die Pädophilie geht, da hat keiner hier gelacht. Nehme richtig ernst. Also, da hast du aber Amir und Reza nicht gehört. Wenn du, warte. Wenn es aber jetzt um den Fingerlutschen geht, da habe ich gelacht, ja. Ist doch genauso krank. Was ist daran krank? Ist okay. Kannst du den Hadith nochmal zeigen, damit ihr seht, dass ich da steht, die Finger von anderen lecken. Wenn wir gehen, glaub mir, dann habt ihr die falschen Bücher. Naja, Sahih Bukhari ist falsch, ich weiß. Ja, ist okay. Nein, ja, ist doch falsches Buch, Sahih Bukhari 5, 4, nein. 5, 6. Wenn wir nach Moral gehen, dann kann ich welche moralischen Aspekte aus deinem Buch holen und du aus meinem. Ja, okay, zeig mir moralische Aspekte aus der Bibel, bitte. Ich warte, nein, zeig es mir. Ja, das allein schon mit dieser Hure, ist das moralisch gesehen? Du bist doch geistig verwirrt. Diese Hure repräsentiert Israel wegen der geistigen Unzucht. Die ist moralisch gut, ne? Laut deiner Meinung. Das ist doch echt der Wahrheit. Was verschwenden wir überhaupt unsere Zeit? Jetzt mal ernst. Ne, der ist wirklich katastrophal. Ich glaube, ich gehe gleich mit Kopfschmerzen schlafen. Der ist wirklich heftig. Der ist wirklich. Schippe, verlass den Islam, Schippe. Du weißt doch, dass dein albanisches Volk gegen den Islam gekämpft hat, weil die keinen Bock auf diese wüsten Araber-Religion. Mein Volk hat gegen Römer gekämpft, gegen die verloren. So. Dein Volk hat gegen die Osmanen gekämpft und 26 Jahre lang Krieg gegen die Osmanen geführt. Jede einzelne Adlerflügel ist ein Jahr Widerstand gegen den Islam. Genau. Mein Land atheistisch durch Enver Hoxha. Da durfte keiner mehr Christ sein und keiner Muslim. Und als der gestorben ist, ist das genauso wieder passiert, wie es vorher war. Muslime 70% oder 80% und der Rest ist... Aber Albaner waren doch niemals Muslime, das weißt du doch. Iraner waren doch niemals Muslime. Der Islam hat sich ja durch Gewalt durchgesetzt, ne? Expansionskriege. Ich bin ja kein Patriot oder sowas. Das hat nichts mit Patriot zu tun. Du musst nur in die Geschichte reingucken. Du musst nur gucken, was Khalid ibn Walid getan hat. Für mich ist das ja Schnuppe, wie gesagt, mir ist das Schnuppe, was mein Volk war. Ja, mir ist das nicht Schnuppe, dass meine Uroma und Uroma im Krieg gegen den Islam Widerstand geleistet haben und verloren haben und die Köpfe von denen gerollt sind. Das ist doch alles gut. Dann weiß deswegen sage ich dir, du musst auch mal ein bisschen dein Gehirn anmachen in der Zeit. Dass du halt eher patriotisch denkst, ist doch okay. Das hat doch nichts mit patriotisch zu tun. Die Oma von den Albanern, der Amir trauert um die Omas von Albanern, die abgeschlachtet wurden und islamisiert wurden, Mensch. Denk doch mal ein bisschen weiter. Wenn wir richtig gehen, wurden meine Oma und Opa von Römern abgeschlachtet. So. Oh mein. Wenn wir richtig gehen, du willst ja mal sind Römer Christen? Nein, Römer waren keine. Nein, da hast du deine Antwort. Jetzt gehen wir wieder zurück. Nein, ich weiß. Katholiken. Nein, jetzt gehen wir wieder zurück. Brauchst du nicht ablenken hier. Katholiken sind keine Christen. Das ist nicht mehr normal. Der ist wirklich krank. Aber guck mal, der ist nicht normal. Den kann man nicht mehr helfen. Ja, Schritt für Schritt. Man muss ihm Zeit lassen, damit er ihn darüber nachdenkt. Katholiken sind keine Christen. Ich weiß. Ja. Katholiken sind Christen. Sie sind aber nicht wiedergeboren. Ja, aber diese Christen, Katholiken, Römer haben damals die Albaner eingenommen. Weißt du, wie groß Römer das Römische Reich war? Ja.
Warte. Wenn wir vom Römischen Reich gehen, na? Da gab es erstmal kein römisch-katholisch, wenn du von diesen vor 2000 Jahren die Zeit hier nimmst. Dann gab es doch das gar nicht. Was erzählst du denn da? Das Römische Reich ist durch den Heiden einfach so entstanden. Das war nicht römisch-katholisch. Für dich Byzantiner keine Römer. Du musst jetzt die Epoche hier sagen. Wenn wir vor 2000 Jahren reden, da gab es kein römisch-katholisch. Römisch-katholisch ist erst vor 1500 Jahren entstanden. Ja, für mich ist ein Byzantiner ein Römer halt, ne? Ja, aber die Römer waren ja nicht katholisch, das ist erst später entstanden. Die Römer hatten ihre eigene Religion. Ja, aber ich meine, Byzantiner. Religionen hatten die gehabt. Byzantiner. Die haben zum Beispiel Venus und so Mars, Venus und so weiter angebetet. Jupiter und so weiter. Mein Volk war unter die Vollmacht der Byzantiner. Aber was haben die denn gemacht mit den Osmanen? Wie ging das denn da ab? Erzähl mal davon. Was denn? Wie hat denn dein Volk gegen die Osmanen gekämpft? Und die wollten sich ja nicht islamisieren lassen. Ja, normal. Wenn du schon Christ bist, dann willst du ja auch nicht... Siehst du, also deine Vorfahren waren was? Meine Vorfahren waren Illyria und das waren ein Volk, die Heiden waren, ne? So, und dann kam der Islam in euer Land. Nein, und dann kam das Skandal. Christentum, dann kam das Christentum, dann sind die zwangskonvertiert und sind dann zu Christen geworden, ne? Und dann später, 1000 Jahre oder was weiß ich, wann die Osmanen gekommen sind, sind die halt gewisse Leute Muslime geworden und der Rest, dieser 1-2% da, ist irgendwie noch Christ geworden. Und dann gab es doch Widerstand seitens der Albaner gegen die Besatzungsmacht, also ja, gegen ja. die Islamisierung. Skanderbeg ist dir doch bekannt. Euer nationaler Held. Wie unser nationaler Held? Skanderbeg. Skanderbeg war ein Patriarch, also ein Patriot. Den hat's mit Religion, ihn hat die Religion überhaupt gar nicht interessiert. Ja, er hat ja Widerstand geleistet gegenüber den Muslime. Genau. Die wollten auch zwangsislamisieren. Wusstest du, dass der auch gegen die Venezianer gekämpft hat? Wir reden jetzt über den Islam. Ob der jetzt auch gegen die Shaolin gekämpft hat, ist unwichtig. Ich kenne meine Historie über mein eigenes Land sehr gut. Bist du jetzt Patriot? Nein, ich kenne die Historie. Ich was historisch lese und gehört habe von meiner eigenen Familie, von die nach Generation zu Generation erzählt wurde. Ja, okay, ich habe einen Albaner hier. Der schreibt, Albaner waren immer Christen. Ich habe den jetzt eingeladen. Mal schauen, was dieser Albaner sagt. Albaner sind als Christen geboren. Nicht als Heiden, als Christen. Die wussten schon vor Jesus, dass es Christus ist. Nein, du verstehst das nicht. Wo der Islam doch Albanien angegriffen hat. Was? Ist egal. Ist okay. Für was steht denn die albanische Flagge? Manche behaupten, also ich kenne die Interpretation, dass es dieses 25-jährige oder 26-jährige Widerstand gegen die Osmanen, ja. 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 Waren die nicht Christen da? Aber was interessiert mich die Flagge? Verstehe ich jetzt nicht. Aber du bist ehrlich. Ich bin kein Patriot, ja genau, ich bin kein Patriot. Nein, du stellst dich auf IQ 0, so stellst du dich gerade. Ach so, für dich. Du machst das extra, du willst uns provozieren in dem Bereich, ich weiß es nicht. Irgendwas stimmt mit dir, ganz und gar nicht. Pavlos, du stellst einen Rassist auf Platz 1 und einer, der nicht Rassist ist. Wie ein Rassist auf Platz 1? Patrioten sind meistens Rassisten, weil die liegen. Weißt du, was Mohammed über Schwarzafrikaner gesagt hat? Was? Weißt du, was Mohammed über Schwarzafrikaner gesagt hat? Über Schwarzafrikaner? Ja. Was soll das denn? Das sind Rosinenköpfe. Nein, das geht. Ah, oh Gott, dieses. Jetzt muss eine Interpretation her, ne? Und da geht's Sklaverei, ne? Schwarzafrikanische Sklaven haben die Muslime über Jahre. Das ist was anderes, ne? Abdullah, das ist was anderes. Wir wissen. Er hat das ja von den Leuten gesagt und in der Zeit, wo er das gesagt hat, gab es immer noch welche, die waren noch ein bisschen im Herzen, so wie ihr, so ein bisschen patriotisch.
Ja. Ich bin Hallo? Überhaupt nicht bei dir, ich bin der Welt abgestorben. Ich habe mit dieser Welt überhaupt nichts zu tun. Hallo? Ja, Younes, du wolltest die ganze Zeit rein. Der Friede und die Gnade des geliebten Jesus Christus sei mit euch. Gott segne dich, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit dir. Du wolltest Ex-Muslim was fragen, ne? Ja, danke, Amen. Ah, ja, also, was wolltest du sagen? Ja, Amir. Amir? Ich glaube, der Younes war doch Moslem vor ein paar Tagen, oder? Ja, was ist denn los? Was kann ich für Sie tun? Was kann Dr. Sheikh Abu Amir für euch tun? Younes, hallo. Du wolltest jetzt die ganze Zeit, du hast meinen Kommentaren gespammt. Jonas. So. Oh, wo ist diese Jonas? So, Leute, was ich nicht verstehe, ne? Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie die Muslime das abstreiten, dass Aisha 9 Jahre alt war. Ja, die meisten, die schämen sich halt, ne? Wer will denn schon ein Vorbild haben, das ein 6-jähriges Kind angefasst hat? Was ist das denn bitte? Ja. Er war doch vor ein paar Tagen, hat er doch noch hier beleidigt, noch in irgendeinem Live. Der ist doch Moslem. Ach, du bist Moslem, Younes? Baut euch das mal an. Mach mich mal groß, Pavlos. Mach mich mal groß. Ja. Warte, wo ist das? Da. Jonas, ich tue dich wieder runter, ne? Weil du. Der macht das mit Ami. Jetzt mit Ami geredet. Ja, ich dachte, das wäre jetzt ein Christ, also ich habe das jetzt nicht gewusst, dass nein, der. Nein, das macht er mit Absicht, der beleidigt dann immer, keine Ahnung. Schaut euch das mal bitte an. Das ist altafsir.com. Ne? Da altafsir.com, das könnt ihr auch machen. Da geht ihr hier zu Al-Tauber, Sure 9. Ne? Gebt ihr das da ein, so. Sure 9. Drückt ihr hier drauf, Sure 9. Dann geht ihr zu Vers 49 und dann geht ihr zum Ausleger von Asbab al-Nuzul, von Al-Wahidi. Guck mal, warum der Vers herabgesandt wurde. Schaut euch das bitte an. Unter ihnen ist der, der sagt, gib mir Urlaub, zu Hause zu bleiben und versuche mich nicht. Sure 9, Vers 49. Dies wurde über Jad ibn Qais, den Heuchler, offenbart. Denn als der Gesandte Allah Segen ihn und schenke ihm Frieden, sich auf die Schlacht von Tabuk vorbereitete, sagte er zu ihm, O Abu Wahb, möchtest du nicht dutzende byzantinische Frauen und Männer als Konkubinen haben? Diener, er sagte, O Gesandter Allahs, mein Volk weiß, dass ich Frauen sehr mag. Und wenn ich die Frauen der Byzantiner sehe, fürchte ich, dass ich mich nicht zurückhalten kann. Also führe mich nicht durch sie in Versuchung und erlaube mir nicht beizutreten. Und stattdessen werde ich dir mit meinem Reichtum beistehen. Der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, wandte sich von ihm ab und sagte, ich erlaube dir, und so offenbarte Allah, der Erhaben ist er, diesen Vers. Als dieser Vers offenbart wurde, sagte der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, fragte Banu Salama, der Stamm von Al-Jad, wer ist dein Meister, O Banu Salama? Sie sagten, Al-Jad ibn Qais, außer dass er ein Geizhals und ein Feigling ist. Der Prophet sagte, Allah segne, schenke ihm Frieden, bla bla bla, antwortete, gibt es eine Krankheit, die schlimmer ist als Geiz? Ihr Meister ist vielmehr der blonde, lockige Jüngling, Bishr ibn al-Bara ibn Marur, Hassan ibn Thabit, verfasste über den folgenden Zeilen. Und der Gesandte Allah sagte, und die Wahrheit holt den ein, über den er sagte, wen betrachtest du als einen Meister? Wir sagten, Jad ibn Qais, obwohl wir ihn für einen Geizhals und einen Ärgerlichen halten. Er sagte, was ist schlimmer als das, womit du Jad Vorwürfe machst und was eine Hand bedürftig macht? Und er nannte Bishr ibn al-Bara wegen seiner Großmut zum Oberhaupt. Und es ist angemessen, dass Bishr bla 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 bla. Guck mal hier, das ist also der wichtigste Teil, warum Sure 9, Vers 49 herabgesandt wurde. Mohammed verführt hier jemanden zu einer Schlacht, die Schlacht von Tabuk, um dort die byzantinischen Frauen klarzumachen. Und dann sagt dieser Typ voll mit Gewissensbisse, sagt er, hör auf, mich mit sowas zu verführen, Mohammed. Du weißt doch, dass ich Frauen voll mag. Hör auf damit, ich will das nicht. Guck dir das mal bitte an. Ist das so fassend?
Von Was ist das für ein Vorbild, Mann? Wer hat diesen Tafsir gemacht? Das ist die, das ist von Asbab und Nuzul, warum der Vers herabgesandt wurde von Al-Wahidi. Das weißt du doch. Ist das krank? Den kenne ich überhaupt nicht. Ja, ich weiß, du musst noch viel lernen über deine Religion. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich ein Mufti bin oder so, ne? Nee, das hat ja nichts damit zu tun, aber du musst doch wissen, wer Al-Wahidi ist und was Asbab und Nuzul ist. Das ist der Grund der Herabsendung eines Verses. Nein, der diesen Tafsir gemacht hat. Das ist doch, ja, das sind die Tafsir-Bücher der Gelehrten. Asbab al-Nuzul bedeutet der Grund für die Herabsendung eines Verses. Al-Wahidi, den kenne ich ja nicht. Ja, kannst ja googeln, wer das ist, Al-Wahidi. Das wir reden hier über ultra heftige Namen, ne? Also Al-Wahidi ist ultra, oder was? Ja, natürlich, klar. Google mal schnell seinen Namen. Al-Wahidi, Asbab und Nuzul. Da weißt du, was abgeht. Das werde ich wohl machen. Aber ich frage lieber ja so meinen Imam, was der dazu sagt. Ja, wenn er diese Namen hört, dann sagt er, woher kennst du das auf einmal? Woher hat dir das gezeigt? Genau, das werde ich machen. Und dann weiß ich halt Bescheid, ne? Dann weißt du Bescheid, dass es einen Schir gibt, den du immer Fragen stellen kannst. Das ist Dr. Shikamir. Das mache ich ja immer, weil der hat ja mehr Wissen als ich, ne? Der hat ja sogar mehr Wissen als dein Imam. Was? Der hat ja sogar noch mehr Wissen als dein Imam. Der versteckt ja nichts, er mir zeigt ja alles. Was laberst du da, Alter? Damit ist gemeint, mir zeigt doch alle Sachen von Islam, nicht nur die Sachen, die man hören muss. Ich habe dir doch gerade gesagt, ich frage meinen Imam, wer dieser Mann ist. Weil der ist Araber. Und der kann ja, ist Deutsch sprechen. Ist doch super, ist doch schön, dass er wenigstens danach forscht. Da kannst du deinen Imam ja mal konfrontieren und sagen, was sind das bitte für Hadithe, Mann? Was soll das? Risk-Debater, stell dir mal vor, wir leben in einem Staat, in dem ich dann zu dir komme, du hast eine Tochter und ich komme dann mit zwei falschen Zeugen zu dir, heirate deine Tochter und bringe diese zwei falschen Zeugen dann zum Gericht und der Richter akzeptiert das auch noch mit diesem falschen Trick. Was würdest du von jemandem denken, der sowas anordnet? Ich also weiß ich schnappe mir deine Tochter, die ist noch Jungfrau und ja. Dann bringe ich zwei falsche Zeugen, gehe zum Gericht und sage, ich bin mit der verheiratet, hier sind meine Zeugen. Und der Richter akzeptiert das dann durch diesen Trick. Was würdest du von jemandem halten, der sowas macht? Oder anordnet? Du sagst ja, guck mal, du redest schon von einem Fall, der gefälscht ist und scheiße ist. Ja, das ist scheiße also, ne? Richtig, ne? Ja, normal, ist ja logisch. Was soll ich denn sonst dazu sagen, Amir? Du kannst ja gerne mal bitte deinen Imam fragen, was das soll, was der Mohammed da angeordnet Leute, hat. Leute, ich muss jetzt los, ne? Weil ich habe ja eigentlich schon längst gesagt, dass ich los muss, aber jetzt werde ich auch gerufen, weil ich muss zu meiner Familie fahren, ja? Okay, alles klar, kein Problem, dann komm beim nächsten Mal wieder. Angelo, lies mal Römer 15, Vers 19, da steht ja, wo Paulus war und wo er gepredigt hat. Alles klar. Das können wir erkennen, dass die Albaner ja auch teilweise das Evangelium gehört haben, ne? Und dass sie auch den Herrn angenommen haben. Römer Kapitel 15, Vers 19. Ich höre dich. Ja, ich höre dich. Machst du keine Lives mehr oder was? Doch, aber ich habe heute keine Lust. Ich bin jetzt erstmal hier bei ihm reingekommen, ein bisschen quatschen. Ich bin selber total müde und hab heute alles klar, eine Livestream zu starten. Eventuell dann morgen wieder im Hetzmobil. Aber du machst mal morgens, ne? Wenn ich wieder auf Deutschlandstraßen unterwegs bin und viel, viel Hetzologie betreibe. Machst du immer morgens, Alter? Oder warum machst du keinen abends? Nee, ich hab keinen. Abends will ich meine Ruhe haben. Dann komme ich nach Hause, trainiere, esse und sowas. Das soll ich auch noch dann machen, oder was? Da bin ich faste ja von morgens bis abends. Soll ich dann noch abends weitermachen, oder was? Nein, ich meine, warum machst du nicht nur abends? Nein, also, ich hab keinen. Nur abends will ich meine Ruhe haben. Ich mach das tagsüber und dann ist okay. Okay, alles klar. Dann viel Spaß euch, ne? Okay, mein Bester, dann lass das erstmal alles auf dich einwirken und ich wette mit dir, dass du eines Tages dann auch zur Vernunft kommst. Es geht um meinen Namen gerade. Wie meinst du das? Al-Wahidi, oder wie der heißt? Al-Wahidi. Nein, ich meinte die ganzen Sachen, die ich mit dir gerade eben durchgegangen bin, wo wir miteinander geredet haben, schon vor einer Stunde oder eindringen und du hast das alles vergessen. Arno, du redest mit einem unparteiischen Mensch.
Das ist doch nicht normal. Nein, was so unparteiisch. Du hast selber gerade gesagt, du würdest in dein Kind auch eindringen. Du hast gesagt, ja. Hast du gesagt. Also bist du doch nicht unparteiisch. Was habe ich gesagt? Du hast so gesagt, ja. Das ist doch nichts Schlimmes daran, was hier im Islam steht. Ja, unparteiisch. Das heißt, mir ist es egal, wie alt. Du bist. Das darf dir doch nicht egal sein. Was macht der Islam denn mit dir? Was interessiert mich denn, was deine Mutter gemacht hat? Ja, so, was interessiert mich? Ach so. Weißt du, was dich interessieren muss? Dass Mohammed ein Kind penetriert. Das muss dich interessieren. Dass es Pädophilie ist, das muss dich aber interessieren. Und jetzt kannst du gehen. Gute Nacht, tschüss. Heftig, ey. Ja, das macht der Islam mit ihm, ne? Das ist das Problem. Jetzt kann er gehen, jetzt kann er zu seiner Familie gehen. Und mit den Gedanken macht Mohammed das Pädophilie. Ja, weil er ein Kind hat und wenn Jugendamt und sowas erfährt, dann kann ihm auf einmal sein Kind entzogen werden bei den solchen Aussagen. Ne? Ja, richtig so. Vernünftig. Er weiß gar nicht, womit der da so spielt hier öffentlich. Der denkt, das Wahnsinn, ist alles so locker easy. Solche Sachen zu sagen, ne? Das ist mir egal, mit wie vielen Jahren ein Kind Geschlechtsverkehr hat und so. Und der hat ja ein Kind. Der hat doch sogar zugestimmt. Der hat doch selber gesagt, das ist doch nichts Schlimmes. Damit du gesagt hast, das ist abartig, eklig. Der ganze Chat weiß das. Das ist doch nicht mehr normal, der so sagt. Ja, hart. Ja, man muss für ihn beten. Man muss für ihn beten, dass er da nüchtern wird, wieder aus den Fängen des Satans. Ne? Das ist heftig, egal. Ich lese jetzt erstmal Römer Kapitel 15, Vers 19, hat jemand ja gefragt. Da steht geschrieben. So, wo ist Vers 19? Wie, ich hatte das sogar gehabt, warte bitte. Ah, da. In der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, sodass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach eine Stadt, die ich jetzt nicht kenne, Illyrien, das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. So, weil jemand hat ja gesagt, ich soll das ja vorlesen. Na, in Kommentaren. Dann habe ich das jetzt gemacht. Ja, meine Lieben, ne? Ihr seht es, wie katastrophal der Islam jetzt ist. Der Muslim, der ist letztendlich bestätigt, nach 1000 Fragen, aber letztendlich dann auch mal so schon zugegeben hat, mehrmals, dass sowas wie normal ist. Das ist nichts Schlimmes. Er hat ja gesagt, das ist normal. Wenn jemand anfängt, aufgrund seiner Religion so Kinderehen zu verteidigen und sowas, dann ist diese Religion etwas ganz Bösartiges und stellt die Moral und die Ethik von demjenigen dann ganz auf niedrigste Stufe. Ne? Das ist unglaublich. Shalom Aleikum. Aleikum Salam. Shalom, mein Lieber. Gottes Segen an alle. Ich habe eine Frage, eigentlich nur zwei Fragen. Kann einer von euch, Bruder Pablos oder Ex-Muslim oder ein anderer, das den Vers mit dem Fingerlutschen nochmal zeigen? Die Hadithe würde ich mir gerne aufschreiben. Warte. Warte. Hier. Vielleicht kann der arrogante Pate einen Song daraus machen. Flutschi, Flutschi singt er doch immer, diese Flutschi, Flutschi. Das ist das Flutschi, Flutschi. Flutschi, Flutschi. Vielleicht könnte der arrogante Pate das mal zeigen. Dann kann er vielleicht einen Song daraus machen. So, dieser Flutschi. Oh, Flutschi, 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 Flutschi. Oh, Flutschi, Flutschi, Flutschi. Okay, perfekt. Ich hab das jetzt. Geil, Mann. Warte mal, ich speichere das jetzt als Fingerlutschi. Und dann kann er mit Massiv einen Song machen. Luchi, 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 Finger, Finger, Luchi. Und jetzt das mit dem. Du kannst das einspeichern unter Suck Fingers is Sunna. Ja, also ich habe hier ein Lesezeichen gemacht. Ich habe jetzt zum Beispiel das, wo Mohammed sagt, geh und beiß den PNES deines Blablabla. Da knallt mit dem mit Dings da Urin vom Kamel, jetzt Fingerlutschen, also ganz vieles gespeichert. Ja, jetzt fehlt es nur noch zu meiner Kollektion. Ich sag's das mit. Kollektion, die neue Kollektion 2023 ist raus. Bitte kaufen alle mit 83 Löwen. Und 20 Universum. Und jetzt das mit dem Schienbein. Wo ist das nochmal aufgelistet? Das mit dem Schienbein. Ja, Bruder Amir, da bist du jetzt parat. Ich habe die Stelle Schienbein, das Schienbein findest du in Sahih Bukhari 7439. Warte mal.
Nochmal die Zahl bitte. 7439. Martin, schreib mal rein. Kann das in den Kommentar reinschreiben? Und den Fuß von Allah findest du in Saibuchari 4848. Warte mal, es gibt noch einen Fuß? Oh, es gibt noch einen Fuß, ja. Der Allah macht seinen riesen Fuß in die Hölle rein. Und dann hat die Hölle Angst und sagt, es geht noch. Wie hast du mal jetzt mit dem Fuß die Nummer? Ehrlich. Was hast du mal die Nummer? Da hat er hier aufgeschrieben, Sahih al-Bukhari 7439 und Sahih al-Bukhari 4848. 4848. Sehr geil. Vielleicht kriegt ihr alle Körperteile von Allah. Ja, ich hoffe, dass die Schienbeine leiten euch alle recht. The Prophet said, the people will be thrown into the hellfire and it will say, are there any more to come? Till Allah puts his foot on it. Allah tut seinen Fuß über die Hölle. Okay, warte mal, das speichere ich mir jetzt so als Allahs. Die zwei rechten Hände willst du die auch haben? Ja, Mann, nehme ich auch mit. Mit zwei rechten Händen. Nehme ich auch mit. Deswegen sage ich immer, wenn ich immer an Allahs Körperteile denke, dann denke ich, das ist so ein Lego-Bausatz, weißt du, das kannst du bestellen. Einmal rechts, einmal links. Du deinen eigenen Allah zurecht, basteln. Das ist, ja, da geht's gar nicht mehr. Schon, wo du sagst, du kannst mir die linke Hand geben. Ja, und dann hat der Mohammed noch in den anderen Büchern gesagt, dass er seinen Gott in der Form eines bartlosen jungen Mannes gesehen hat, der einen grünen Anzug anhatte. Das ist unglaublich. Mit lockigen Haaren, ne? Genau, er hatte lockige Haare, einen grünen Anzug und war bartlos. Ah, und das Ganze, ja, findest du in Bayan al-Talbis von Ibn Taymiyyah, Band 7, Seite 290. Ich habe eine Frage, das war jetzt vor circa einem Monat oder so, da habe ich mal einen muslimischen Livestream, ne? Das war wirklich heftig, das war ein 4 gegen 1, aber ich habe dank deinen Quellen, die du alles aufgelistet hast, ich habe alles rausgehauen und die Konversation könnte ich vorstellen, wie die Gegner teilweise beleidigend oder dass man so versucht zu lenken. Meinte einer, vielleicht können wir denn, vielleicht kann jemand, vielleicht kann hier jemand, der so gut ist in Animationen, vielleicht kann er so ein Video erstellen, in dem er die Tetris-Musik laufen lässt, diese din, 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 da macht er so einen Fuß und dann so ein Schienbein, und dann kommen so zwei rechte Hände da dran, dann so ein grüner Anzug, so wolliges Haar, ein junger Mann, bartlos, und dann geht's weiter, din, 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 wie so ein Bowser. Din, 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 din. Geil, Mann. Ja, wie ich gerade am Erzählen war, das musst du mir jetzt beantworten. Da meint er so, ja, aber was ist jetzt wichtiger, Tafsir oder Koran? So, da habe ich ja gesagt, mit dem Tafsir, das sind doch die Interpretationen vom Koran, das musst du auch beachten. Ich habe mich nicht ganz erinnert. Ein Muslim darf nicht den Koran auslegen. Ein Muslim ist es verboten, den Koran einfach auslegen, weil es kann sein, dass er den Koran falsch auslegt. Deswegen ist er gezwungen, zurückzugehen zu denen, die mit Mohammed gelebt haben. Und das sind die Sahaba. So ist das. So müssen wir schauen, wie Mohammed und die Sahaba den Vers verstanden haben. Das ist die große Katastrophe dann. Meine Lieben. Deswegen immer viel das Tetris-Lied singen. Ding, de, de, ding, de, de, de. Meine Lieben, ich will ungern stören, ne? Aber ich muss den Live beenden, weil der wurde gemeldet wegen hasserfülltes Verhalten. Ja, weil ich hier bin mit der Zoologie, deswegen. Wenn ich drin bin, dann kommt sofort Strikes. Da ist schon ein Spike gekommen. Ich bin zu hart für TikTok, ey. Kommt alle zu Jesus. Macht euch klein. Aber nicht den. Nicht. Ja, ich habe Widerspruch reingelegt. Der ist schon der zweite, was ich hier bekomme, weil ich hier die Kinderehe hier offenbare. Aber morgen früh macht der Amir weiter mit seinem Hetzmobil. Das ist doch nicht schön. Ja, genau. Okay, meine Lieben, dann gebe ich noch letzte Worte ab, ne, bevor ich beende. Ja, preis den Herrn, preis den Herrn Jesus Christus. Genau. Amen. Den Herrn, meine Lieben, nehmt den Herrn Jesus Christus wirklich an. Das sind ernste Themen, keine Themen, die wir aus Langeweile machen, sondern ernste Themen. Ihr seht, dass der Islam überhaupt nicht die Wahrheit ist, eine Katastrophe nach der anderen. Bitte sucht. Fragt doch Gott einfach neutral, wer bist du, und ihr werdet ihn finden. Wer sucht, der findet den Kopf, den Weg geöffnet. Amen, 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 Amen. Jesus, unser König kommt bald. Amen, Amen. Nein, Amen. Schienbein. Bruder, deine Arbeit bringt Frucht. Ich verfolge dich schon ganze Zeit. Mach weiter, Bruder.
Gott segne euch alle, ihr Lieben. Gott segne. Gute Nacht, gesegnete Nacht. Ciao, ciao. Armin, ich wollte dich ganz entsprechend deine Arbeit bringen. Ciao, Bruder. Danke dir, Gottes Segen. Gottes Segen, Bruder. Wir kommen aus Hamburg.